Backen ist Christina Kolenkowitz große Leidenschaft. Praktisch ist für mich einfach, ich kann über den Tag Zeit mit meinen Kindern verbringen und wenn sie dann abends im Bett sind, dann kann ich Geld mit Spaß verdienen. Und das war für mich eigentlich ja, der Auslöser, warum ich gesagt habe, ja, ich gehe in die Selbstständigkeit mit Kuchen backen. Denn nicht nur Soneo ist ein großer Fan von den selbstgebackenen Kuchen. Also hat sie ein Gewerbe angemeldet und vertreibt übers Internet ihre Backwaren in Hohenlohe. Doch obwohl hausgemachte und selbstproduzierte Lebensmittel angesagt sind, könnte der süße Nebenjob bald der Vergangenheit angehören. Denn nicht jeder, der Kuchen herstellen kann, darf den auch einfach vertreiben. Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Wer wie Christina Kolenkowitz gewerblich Selbstgebackenes verkaufen will, braucht laut Handwerksordnung eine Ausbildung. Also unter die Handwerksordnung Anlage A fallen zum Beispiel die Fleischer bzw. Metzger, die Bäcker und auch die Konditoren. In dem Moment, wo Sie ein Gewerbe anmelden wollen, das in die Anlage A der Handwerksordnung fällt, brauchen Sie die entsprechende Zulassungsvoraussetzung. Das ist in aller Regel der Meister. Oder eine vergleichbare Ausbildung. Weil die Hohenloherin weder Bäckerin noch Konditorin ist, darf sie laut Handwerksordnung keine Kuchen für den Verkauf herstellen. Es sei denn, sie beantragt eine Ausnahmegenehmigung. Die Ausnahmegenehmigung bekommen Sie über uns. Da gibt es ein Verfahren, das dahinter steht. Und da müssen Sie nachweisen, dass Sie vergleichbare Fähigkeiten haben. Da wird auch eine Prüfung stattfinden, um das zu gewährleisten. Christina Kolenkowitz müsste dafür einmalig etwa 1.500 Euro investieren. Wofür brauche ich keine Ausbildung? Als Hobbybäckerin kann Kolenkowitz laut Handwerkskammer keinen hausgemachten Kuchen verkaufen. Aber ohne Ausbildung könnte sie selbstgemachtes Sushi liefern, Döner verkaufen oder gebratenes und gekochtes. Sie könnte hausgemachte Pizza vertreiben oder selbst hergestelltes Eis. Der Speiseeisverkäufer, der gehört natürlich auch zur Handwerksordnung, allerdings zu den handwerksähnlichen Gewerken. Das ist eine dritte Kategorie, die Sie auch ohne die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen ausüben dürfen. Gleichwohl müssen Sie aber auch Mitglied in der Handwerkskammer werden. Als Crepe-Produzent braucht man keine Ausbildung. Der macht ja nur einen Teil von dem Handwerk und es ist so gering, dass man das als Minderhandwerk bezeichnet. Was muss ich sonst noch beachten? Wenn Christina Kolenkowitz zu Hause Sushi, Marmelade oder Pizza herstellt, muss sie die Anforderungen des Lebensmittelhygienerechts erfüllen. Man muss im Prinzip einen Raum haben, eine Küche. Man braucht entsprechend Handwaschgelegenheit. Was nicht sein darf, dass die Katze und der Hund in der Küche rumlaufen, dass der Großvater mit der dicken Zigarre am Tisch sitzt. Im Prinzip die gute Lebensmittelhygienepraxis. Ob die gewahrt ist, prüfen die Lebensmittelkontrolleure vor Ort. Der Lebensmittelkontrolleur war da und hat alles freigegeben. Doch ohne Ausbildung nutzt ihr das alles nichts. Wie es für die fleißige Bäckerin Christina Kolenkowitz weitergeht, ob sie die 1.500 Euro investiert und eine Prüfung bei der Handwerkskammer ablegt oder ob sie künftig nur noch ihre Familie mit ihrem Kuchen verwöhnt, hat sie noch nicht entschieden.